und schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Strickstube und bei meinen Mützen und Beanies. Heute mal farbenfroh oder in Schwarz. Als Beanie, als Mütze mit doppeltem Bund, schön kuschelig und warm. Und das für jede Größe, in ganz klein oder XXL. Und wenn du möchtest, auch mit den farbig passenden Fellbommeln, die aus Wolle gemacht werden. Kann man bei mir kaufen oder selber machen, da gibt es ein eigenes Tutorial drüber. Mützen, wie gesagt, in jeder Größe. Du brauchst zwischen 75 und 100 Gramm. Kommt auf die Größe drauf an. Eine schöne dicke Wolle, am besten für eine Nadel 5 bis 6. Aber alles ganz genau dann auch im Video. Und du kannst sie, wie gesagt, lang als Beanie arbeiten oder passend für den Kopf in ganz klein und groß. Und noch viel mehr passende Modelle, aber auch Deko fürs ganze Jahr. Für jeden Monat des Jahres ganz besondere Sachen, ob Blumenwerkstatt, Weihnachtswerkstatt. Für den Frühling, Ostern, maritime Sachen, Haus und Garten, Kinder und Haustiere, tolle Rezepte aus dem Dorf, die Rhön erleben und findest du am einfachsten bei mir auf der Startseite kreativ-reich die Kekerplauderei und dann ist oben so eine kleine Leiste und da steht Playlist und die klickt man an und am Schneemänner, Sterne, die Weihnachtswerkstatt. Basteln für und mit Kindern, Geschenkideen, Edelrostsachen, die großen Betonwächter, Wichtel, ganz viele, alles um den Apfel zum Beispiel, Upcycling mit Brennholz, Basteln mit Ästen und Zapfen, Butterbrot, Papier, Basteln, ganz tolle beleuchtete Deko und. Und dann findet man es wirklich am einfachsten und am schnellsten direkt, was man sucht. So, und jetzt gehen wir an die Mützen und Beanies. So, was brauchen wir? Also, ich habe hier schon mal die Strickschrift hingelegt. Das erkläre ich natürlich dann auch alles. Und du musst jetzt erstmal deine richtige Maschenzahl herausfinden. Am einfachsten ist, wenn du deine Rundstricknadel nimmst. Ich habe jetzt unterschiedliche Wollen hier, weil ich will gerne schwarze machen. Aber schwarz sieht man nicht, wenn man es zeigt. So, mein Patenkind möchte gern eine haben mit Lila, Blau und Rosa. Das habe ich hier schon mal zusammengelegt. Hier, Frau, für bräuchte ich eine 5 bis 6er Nadel, hier eine 7 bis 8er und da eine 5er. Aber da sieht man mal, das funktioniert alles. Du musst nur erstmal deine richtige Maschenzahl rausfinden. Dazu nimmst du deine Nadel. Auf der Banderole steht dann immer, wie groß deine Stricknadel sein soll. Die nimmst du plus eine Hilfsnadel. Weil der erste Rand muss, die erste Maschenreihe muss lockerer sein, sonst spannt das so ein. So, ich habe hier einen Wohlcake. Das ist ganz toll. Und da muss man sich überlegen, kann ich mal innen oder außen an. Ich fange außen an, weil ich gerne das Pink als erstes haben möchte. So, um die richtige Wollstärke rauszufinden, guck, das ist richtig verfilzt hier so ein bisschen. So, mache ich das dann, wenn ich es nicht weiß, wie viel brauche. Ich fange 20 Maschen. 20 Maschen, stricke 2-3 rein. Und dann nehme ich entweder ein Maßband oder einfach einen Faden. Und für den, die Mütze sein soll, der lege ich das erstmal rundherum um den Kopf. Unter den Ohren, über die Stirn, wie man das so macht, ne? So, und dann kann ich an dem Faden oder dem Maßband dann ganz genau rausfinden, wie viele Maschen brauche ich. Dann sind es vielleicht 60, 65, 70. So, bei diesem brauchen wir, bei dieser Mütze brauchen wir eine gerade Zahl. Das ist wichtig, sonst wird es zu kompliziert beim Einteilen des Musters und dann kommen wir durcheinander. Weil in der Mitte ist ein Zopf mit 12 Maschen, ganz wichtig. So, ich fange meine Maschen rechts, links
Da gibt es ein extra Video zu. Das dauert ein bisschen, bis man das drin hat. Aber ihr seht es gleich. Das sieht dann aus wie so kleine Pärchen. Es hält besser. Es ist wirklich viel schöner. Und es putzt die ganze Mütze. So, sieht man? Wie so kleine Pärchen. So, bei meiner Mütze für mein Patenkind, die sich das gewünscht hat. Ich mache jetzt gleich zwei. Dann darfst du sich eine raussuchen. Brauche ich 70 Maschen. 70 Maschen. Dann habe ich auf der einen Seite 29 Maschen, die immer rechts gestrickt werden, hinten und vorne. In der Mitte einen 12-maschigen Zopf, der vorne rechts gestrickt wird, hinten links. Zeige ich aber alles. Und dann habe ich wieder 29 Maschen. Die gleiche Mütze stricke ich für mich in einer dünneren Wolle. Und da habe ich dann zum Beispiel 80 Maschen. Muss man ausprobieren, soll ja in jeder Größe passen. So, und jetzt fange ich erstmal die Maschen. Dann wird die Hilfsnadel rausgezogen. Hast du keine Hilfsnadel, kann man mal einen Schaschlikspieß nehmen. Nur mal zur Anmerkung, auch wenn ich so viel mache, ich werde nicht gesponsert mit Strickwolle von Budinette oder so irgendwie was. Ich habe jetzt einfach mal fotografiert, die Banderolen, die ich habe, weil ganz oft kommen die Anfragen, oh, du hast so tolle Wolle, wie heißt denn die, wo kriege ich die denn? Und so könnt ihr mal nach der Banderole gucken und könnt es euch auch kaufen, wie ich die auch kaufe. Sicher wäre es ganz schön, wenn ich von Budinette oder sonst wo wirklich mein Wollpaket kriegen würde. Würde mich riesig freuen, aber ich gebe da hunderte von Euro im Jahr aus und ich kaufe meine Wolle selber. Nur mal so gesagt. Und den Woolpack, das war vom Teddy. Aber leider hat der bei uns zugemacht und jetzt müsste ich 30 Kilometer fahren, um in den nächsten zu kommen. Und das ist mir einfach zu weit, gerade bei den Spritpreisen. Nur mal als Erklärung, ne, damit ihr wisst. Aber wenn schon... Und wie gesagt, dann wisst ihr auch, welche Wolle, und wenn es euch toll gefällt, dann haben wir das gleich mal abgeklärt, ihr Lieben. So, dann kommt die Hilfsnadel raus. Und der Vorteil ist wirklich, dass das eine lockere Reihe ist. Sonst, wenn man Maschen fängt, das ist so feste. Und gerade bei einer Mütze oder einem Schal oder einer Strickjacke oder sonst irgendwie was, wo ein Bündchen dran ist, dann spannt das total. Am schlimmsten ist es ja eigentlich bei Socken. Wenn man Socken strickt, Strümpfe strickt, dann spannt das. Und dann kriegt man wirklich einen Abdruck am Bein, der wehtut. So, und das verhindert das. Wir stricken die erste Reihe. Zwei rechts. Zwei links im Wechsel. Wer nicht stricken kann, ich habe wirklich eine ganz tolle, einfache Strickschule drin. Und dann kann man das lernen und dann nach und nach immer größere Sachen machen. Hier brauchen wir wirklich nur rechte und linke Maschen. Viele rechte, wenige linke. Linke ist ein bisschen schwieriger. Viele stricken am liebsten nur rechts. Aber wir brauchen fürs Bündchen linke und für die 12 Maschen des Zopfes. Und keine Angst vorm Zopf. Das ist so easy, macht so einen Spaß und sieht so toll aus. Das geht ganz, ganz einfach. Und dann sind ja auch nur auf der Rückseite 12 linke Maschen. Vorne gibt es dann immer rechte, sobald wir das Muster angefangen haben. So, und jetzt müssen wir 5 cm oder noch länger. Du musst mal gucken, wie breit dein Bündchen werden soll von der Mütze, damit das schön warm ist. Rechte, linke Maschen im Wechsel stricken. Das gibt so ein Rippmuster. Einmal zwei rechte, zwei linke, zwei rechte, zwei linke. Und das Minimum so 5 cm. Gut, für eine Kindermütze kann das auch ein bisschen weniger sein. 3 cm, 4 cm. Musst du mal gucken, wie es dir am besten gefällt. Das ist egal. Also das kannst du dann variieren, wie du möchtest. Und ganz, 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 ganz wichtig. Die letzte Masche wird hierbei nicht gestrickt, bei keiner Reihe, weil dann würde der Rand einfach zu weit werden.
Die letzte Masche wird immer nur abgehoben. Ganz wichtig, wenn man jetzt eine Strickjacke strickt beim Bündchen. Extremst wichtig bei einem Schal, sonst wird der so umfüllmig und zieht sich so auseinander und gibt Wellen auf der Seite, es würde schlimm aussehen. Also wird die letzte Masche grundsätzlich beim Stricken nicht gestrickt in den Reihen. Ich mache die letzte Masche, manche machen noch die erste, aber ich mache immer die letzte Masche. Finde ich einfacher, schneller und es verändert nicht. Deswegen rede ich jetzt noch ein bisschen, weil wir gleich an die letzte kommen. Ich muss ja zeigen, wie es geht. So, wir haben die vorletzte, bei mir ist es eine rechte. Stricken die und dann legen wir einfach den Faden vor die Nadel und heben die letzte ab. Das ist alles. So, auf der Rückseite sind die rechten linke Maschen und die linken rechte Maschen. Und dann muss man gucken. Die linken Maschen sind eher so kleine Perlchen und die rechten Maschen sind wie so ein kleines V oder Netzoptik. So, und dann muss man in den Maschen dann wieder anfangen. Und dann wird hochgestrickt im Rippmuster. Pass auf, dass du in deinen Maschen bleibst, sonst kriegst du ein Perl- oder Kästchenmuster. Ja? Es gibt so kleine Streifen, sieht man das? Ja, ne? Bei der hellen Wolle sieht man es gut. 5 cm. Und dann ist ganz, ganz wichtig, auf der Rückseite stricken wir dann eine einzige Reihe rechte Maschen durch. Und dann zeige ich auch, warum. Nach den 5 cm oder nach deiner Höhe, die du gern möchtest, auf der Rückseite eine Reihe rechte Maschen. So, die eine Reihe rechte Maschen habe ich jetzt gestrickt auf der Rückseite und jetzt machen wir wieder im Muster das gleiche. Bei mir fängt es jetzt gerade mit links an, also zwei links, zwei rechts, zwei links, zwei rechts. Und dann auf die Höhe von dem Bund, den wir schon mal gestrickt haben. Und dann guckt ihr mal, was passiert. So, habt ihr schon gemerkt, was passiert durch die eine Reihe mit den rechten Maschen? Es knickt sich wie eine Falte und es bleibt dann auch so. Und das ist der Effekt, den man hat, wie ein Stirnband oder ein Schalkragen, habe ich euch schon gezeigt, wie die gehen. Und dann ist es doppelt schön kuschelig und es bleibt dort da, wo es sein soll. Und jetzt wechsle ich auf die nächste Farbe. Bei dem Wool-Cake weiß man immer nicht, wie weit man ist. Ich schneide mir das jetzt ab und wicke mir eine Ecke ab von der Wolle, wie ich sie haben möchte. Und ansonsten nimmst du jetzt deine Wolle, die dir gefällt, oder bleibst halt einfarbig. So, wie geht es jetzt weiter nach dem Bund? Ganz einfach auf der Vorderseite immer rechte Maschen. Wir sind jetzt vorne. Die nächste Farbe habe ich erstmal angeknotet. Das vernähe ich dann anständig, wenn es fertig ist, und mache auch den Knoten wieder auf. Aber so geht es am einfachsten. So, jetzt eine Reihe, also Vorderreihe immer rechte Maschen. Rückreihe grundsätzlich die mittleren 12 in linken Maschen, alle anderen auch rechts. Und dann entsteht auf der Vorderseite neben dem Zopf solche kleine Wellen. Da müssen sich 4 Wellen, also müssen dann 4 Wellen hochgestrickt werden. Das zeige ich natürlich dann auch noch ausführlich. 4 Wellen müssen hochgestrickt werden und dann verkreuzt man das erstmal total einfach, ganz easy. Bloß nicht beirren lassen. Das ist sowas von einfach. Und natürlich immer die letzte abgehoben. Wie gesagt, Vorderseite rechte Maschen, Rückseite die mittleren 12 linke Maschen, damit das vorne der Zopfteil ganz glatt wird. Rechts und links wird es dann kraus rechts, so richtig wellenmäßig.
Und das gibt ein ganz tolles, einfaches Muster. Und der Bund knickt sich schön in der Mitte durch den kleinen Trick mit der einen Reihe. Und dann hat man wirklich eine tolle Mütze mit einem super schönen Muster für Männlein und Weiblein, für Kind und Erwachsene. So, letzte abgehoben. Und dann, wie gesagt, bitte die mittleren 12 Maschen werden in links gestrickt, aber jetzt erstmal rechte. Hier sieht man dann schon so eine Welle. Wir sind immer noch auf der Rückseite. Und jetzt kommen die mittleren 12 in links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es bleibt immer bei 12 Stück in der Mitte. Da wird gar nichts verändert und es wird auch im Moment weder zu noch abgenommen. Wir stricken einfach gerade hoch und heben die letzte ab. Das ist ganz wichtig, wie gesagt, das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Und dann brauchen wir nur noch auf der Vorderseite die Wellen zählen. Das ist für mich ist für jeden am einfachsten, nicht die Reihen, sondern die Wellen. Und eine Welle bedeutet 2 Reihen. Und dann geht das viel einfacher zählen als sonst irgendwas. So, jetzt drehe ich nochmal rum. Und dann sieht man hier die erste Welle. Was? Das sage ich Welle dazu. Hast ja genau. Und da brauchen wir jetzt da 4 Stück. Und dann sind wir auf der Vorderseite. Und dann geht es weiter. In der Mitte sieht man genau, da ist die Welle unterbrochen. Das sind dann auf der Rückseite die linken Maschen. Und das brauchen wir dann. Hier sieht man dann, oder auch nicht, die ganzen Wellen und mittendrin das Glattteil. So, wir sind auf der Vorderseite. Guck mal, da ist 1, 2, 3, 4 Wellen. Dann passt's. Dann verkreuzen wir das erste Mal. Ganz wichtig, wir brauchen jetzt eine Hilfsnadel oder einen Schaschlikspieß. Und dann machen wir die Hälfte der Maschen von dem glatten auf die Hilfsnadel. 3, 4, 5, 6. Mehr ist es gar nicht. Und da steche ich dann so ein, damit mir das nicht runterrutscht. So, und dann stricke ich die nächsten 6 einfach rechts ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist immer vorne. So, jetzt lege ich den Faden nach vorne und ziehe da ein bisschen raus. Jetzt nehme ich mir die Nadel, nicht verdrehen, schön gerade lassen und stricke dann die 6 ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, auf die Seite. Ich habe es einmal verkreuzt. Jetzt stricke ich in meinem Muster wieder weiter. Immer rechte vorne und hinten nur die mittleren 12 links. So, und dann sieht man, hier vorne ist verkreuzt. Jetzt brauchen wir einen Zwischenteil. Hier haben wir 4 Wellen. Wir brauchen jetzt 8 Wellen, bis wir das nächste Mal verkreuzen. 8 Wellen und dann wird vorne auf die gleiche Art wieder verkreuzt. So, ich habe jetzt schon zweimal verkreuzt, auch nochmal die Farbe gewechselt. Wenn es halt mit dem Woolcake nicht passt, dann wickele ich immer ein Stückchen ab und das, was ich dann abwickle, ist dann die nächste Mütze oder der passende Schal. Zweimal verkreuzt, wie ich das gezeigt habe, und dann strickt ihr bitte auf die Höhe hoch, die ihr braucht. Ne? Und umgeknickt, da wo die Falte ist, zusammengelegt und dann mal anprobiert, ob sich das oben am Oberkopf gut schließt, plus 4-5 Reihen auf jeden Fall. Und das ist dann das Wichtigste. Und hier waren es halt die 4 Wellen,
beim ersten Mal verkreuzen und dann 8 Wellen. Dann wird wieder verkreuzt, dann wieder 8 Wellen und verkreuzen und guckt, wie lang und hoch möchte ich meine Mütze haben. Und meine Beanie ist ja sowieso wesentlich länger, das musst du dann nach deinem Geschmack stricken. So, meine ist jetzt schon zu Ende von der Höhe her. Es gibt diesmal eine Kindermütze. Und wenn es bei dir zu Ende ist, wo der Zopf auch verkreuzt werden muss, dann geht es so. Und ansonsten, also beenden wir so. Wir stricken immer 2 Maschen im Muster zusammen. Und das machen wir 3 Reihen lang. Immer 2 Maschen zusammenstricken. Im Muster ist ganz wichtig. Und das 3 Reihen lang. Und jetzt, wenn es auch zum Schluss dann 2 Maschen sind, müssen die auch zusammengestrickt werden. Auch die letzte dann. Ansonsten, wenn eine Masche übrig bleibt, kommt nochmal drauf an, wie viele Maschen du hattest, dann heben wir die wieder ab. Und das machen wir jetzt 3 Reihen lang, immer 2 Maschen zusammen. Bei mir ist es halt jetzt noch diese Sonderreihe, weil ich muss jetzt erst nochmal den Zopf verkreuzen, weil es halt meine erste Reihe ist vom Abnehmen, weil ich wirklich die Höhe erreicht habe. Manchmal ist es dann auch schöner, wenn es passt, dass man nicht gerade, wenn der Zopf verkreuzt wird, es macht, sondern 4-5 Reihen später. Aber wie gesagt, bei mir wird es einfach zu lange, das sieht dann nicht so schön aus und funktioniert dann auch so. So, wie gesagt, ich nehme jetzt ab, immer 2 Maschen zusammen. Hier passt es nicht, dann nehme ich, stricke ich die letzte von den Formzopf. So, und jetzt nehme ich wieder die 6 Maschen auf die Hilfsnadel. 2, 3, 4, 5, 6. Leg's vorne hin. Strick die ab. Und dann in der zweiten Reihe vom Abnehmen, weil wir das ja 3 Reihen lang machen müssen, dann stricke ich auch immer 2 Maschen zusammen. Auf der Rückseite halt das erste Mal dann. Und dann sieht das ganz, ganz ordentlich aus. Man könnte jetzt auch bei dem Zopf, wenn der jetzt gerade verkreuzt werden müsste, immer 2 zusammen stricken. Es sieht aber nicht so schön aus. Du kannst es ja mal ausprobieren, wie es dir am besten gefällt. Mir gefällt es so besser. Und jetzt geht es hier wieder weiter mit 2 Maschen immer zusammen. Und das, wie gesagt, 3 Reihen lang. Das gibt dann ein ganz, ganz toller Oberkopf. Das wird nicht zu spitz. Das hat eine schöne Rundung. So, und jetzt brauchen wir nochmal jede Menge Wolle. Bestimmt so 50, 60 cm. Abschneiden, weil wir ziehen das jetzt ganz ordentlich zusammen. Auf eine Nähnadel oder Stecknadel, egal was man hat. Aufgezogen. Und dann kommen als erstes die Maschen von der Nadel. Einfach draufziehen, abheben mit der Nadel von der Stricknadel. Das ist wirklich die einfachste Art und die schönste Form, eine Mütze zu machen. Nochmal als Tipp, also wenn du jetzt eine ganz, ganz dünne Wolle hast und brauchtest über 100 Maschen, dann empfiehlt sich bei einer Erwachsenenmütze vielleicht sogar noch mal eine vierte Reihe abzunehmen, immer 2 zusammen. Es ist immer ganz so gut, wenn die Maschen, die dann auch auf dem Strickstock sind, so zwischen, sagen wir mal, 10 bis 16 sind. Ne? Auch 20 geht bei einer dünnen Wolle. So, und dann ziehen wir es richtig fest und nähen das erstmal zusammen.
Wir müssen da oben die Maschen noch ein bisschen fixieren miteinander, aber erstmal so zusammennähen. Dann immer gucken, wenn man verschiedene Farben hat, dass die genau übereinander liegen, dann beim Zusammennehmen am besten mit Stecknadeln zusammengesteckt. Aber hier oben auch noch mal so ein bisschen rein, ne? Den Mittelpunkt zusammengenäht, das ist wichtig. Als hin und her. Die Fäden werden dann noch vernäht, aber es gibt auch noch einen Trick hierbei. Weil wir sind jetzt auf der linken Seite natürlich, ne? Zopf oder sonstiges Muster ist in. Jetzt nehmen wir das erst fest und dann nähen wir die Mütze zusammen. So, wir legen es genau aufeinander, dass die Streifen, falls du die auch hast, aufeinander passen. Wie gesagt, auch kannst auch schön zusammenstecken und dann wird zusammengenäht. So flach und wie soll ich denn sagen, so schmal wie möglich, sonst tut die Naht weh. So, ich steche jetzt von hinten ein, nach vorne und ziehe mir das leicht fest. Nicht zu fest, sonst gibt es Wellen. So, und dann nähe ich das zusammen. Du kannst auch einen anderen Stich nehmen, der dir am besten gefällt beim Zusammennähen. Und dann bitte, bitte nur zusammennähen bis zur Knickfalte. Da, wo wir die eine Reihe dazwischen rechte Maschen gestrickt haben, bitte nur dahin, bis dahin zusammennähen. Ganz, ganz wichtig. Ich sage dann auch weshalb. Nochmal ein Tipp von mir, wenn du Streifenmuster hast, empfiehlt es sich auch, die einzelnen Streifen ungefähr mit der passenden Beule zusammenzunähen. Hier wäre jetzt der Faden bei der nächsten ein bisschen sehr dunkel, das sieht man dann doch ein bisschen. Also nehme ich die weitere Farbe, ist der Orange-Pink unten her und dann habe ich hier die Pinke, die nehme ich jetzt weiterhin zum Zusammennähen. Wenn es dich nicht stört, dann kannst du das auch mit der dunkleren machen. Guck dir es am besten mal auf der Innenseite dann an, ob es gefällt. Und so, nur mal als Tipp. Zweite Art. Und die zweite Art, eine Mütze zusammenzunähen. Der Faden kommt raus, du gehst einen halben Zentimeter nach hinten, stichst ein und kommst vorne einen halben Zentimeter weiter vorne heraus. Durchziehen. So, du hast den Faden draußen, du gehst einen halben Zentimeter nach hinten und einen ganzen Zentimeter nach vorne. So kann man es auch sagen, dass der Faden in der Mitte ist. Auch eine schöne Art zu vernähen. Vor allen Dingen muss man das dann machen, wenn man den Bund zusammennäht. Man kann auch mittendrin wechseln in der Art, den Oberkopf erstmal so zusammen und dann in dieser Art weiter. Die Fäden werden dann noch vernäht, die ich hier habe. Und dann wirklich nur zusammennähen bis zu der einen Reihe, wo wir die Falte, den Knick haben. Ganz, 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 ganz wichtig. So, jetzt sind wir genau bei dem Knick. Und dann aufpassen. So zwei, dreimal jetzt drüber hin. Das heißt, hinten eingestochen, vorne rauskommen. Dass wir es wirklich richtig fixieren. Festziehen. Ganz wichtig. Jetzt drehen wir es auf rechts. Und nähen jetzt, den Faden nehmen wir mit, und nähen jetzt da den Bund weiterhin zu, aber auf rechts. Sonst sieht das nach gar nichts aus. Schön eng, kleine Naht, schmale Naht bis vorne hin. Dann muss es wieder fixiert werden mit 4-5 Stichen, dass das auch auf jeden Fall zu bleibt. Und dann kommt noch so ein kleiner Tipp, Trick, weil der Bund soll ja oben bleiben. Durch die Falte geht er super, aber manchmal, wenn es so richtig schön gezogen ist oder wenn die Kinder spielen und Kram, dann entfiehlt sich das, was ich jetzt mal mache.
oder grundsätzlich schon mache. Ich habe ja schon hunderte von Mützen gestrickt, also das ist Wahnsinn. Ich stricke aber auch Mützen auch sehr gerne. Und jetzt da mal eine richtig farbenfrohe für mein Patenkind. So, fixieren. Oh, ich glaube, das Video wird mir schon wieder so lang. Da gibt es dann auch manchmal Kritik, aber ich denke den Moment, ich mache es richtig oder ich mache es gar nicht. So, und jetzt knicken wir den Bund um. Ne, durch die Falte geht es ja super. Und dann gucken wir. Schön ausstreichen. So, und den Faden, den wir jetzt dann noch haben, die müssen noch vernäht werden, ist klar. Dann nähe ich den Bund in der Naht nochmal fest. Dann bleibt der, wo er ist, sieht gut aus. So, und dann ziehe ich das Ganze, den Faden nach innen, schneide den innen ab und vernähe die Fäden. Und dann ist die Grundform fertig. Man kann auch noch mal beim Zopf hier fixieren mit ein paar Stichen, wenn man möchte. Und dann hat man da wirklich eine tolle Mütze mit einem tollen Muster. Und dann, wenn du möchtest, jetzt noch die passende Bommel-Pompon dazu. Einfach gemacht, simpel gemacht, in Felloptik. Und kein Tier muss leiden. Es gibt da jetzt so tolle Wollen, so tolle Garne in Felloptik. Und so wie ich die häkel, geht wirklich einfach. Häkeln kann man auch ganz schnell lernen, mit meiner Häkelschule zum Beispiel. Und dann hast du eine Auswahl und die sehen so toll aus. Und wenn das nicht klappt, du kannst es auch gerne bei mir käuflich erwerben. Die Mützen kannst du bei mir bestellen und auch die Pompons. So, und dann sind wir fertig. Ich hoffe, es hat gefallen. Du konntest es gut umsetzen. Findest die Mütze toll? Schreib mir doch einfach mal dazu. Es würde mich interessieren. Wie gesagt, die Bommeln findest du im Extra-Tutorial oder du kannst sie auch bei mir kaufen. Dann einfach mal schreiben. Meine E-Mail-Adresse steht meistens in der Infobox oder auf der Startseite. Wie gesagt, noch viel, viel mehr findest du bei mir. Am besten in den Playlists. Und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Alles Liebe und bis wieder mal eure, deine Kerstin. Tschüss.